Na, komm schon, mein Freund. Ist doch nicht alles, oder? Statische Ziele erwische ich schon ganz gut, ne? Ich komme hier nicht raus. Hey, Sally! Oh. Das ist ja krass. Wie immersiv und cool geskriptet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt sind wir betrunken. Ordentlich durchgeschüttelt werden wir hier. Oh, das muss da stinken. Und mein Bein ist verkrüppelt. Nehmen, zerbeulte Blechdose. Ich glaube wohl nicht. Ich drücke jetzt mal lieber nicht E. Wir sind tatsächlich auf der Müllebene gelandet. Heilen, erstmal heilen, ne? Gliedmaßen heilen, zack. Abspeichern, wir gehen mal auf Nummer sicher. Da könnten wir raus. Wir hatten doch noch einen Bereich vor uns gehabt. Die Robotermontage und so. Oh. Das ist so eklig hier. Ich dachte, die sind so hoch zivilisiert, dass die so viel Müll produzieren, hätte ich niemals gedacht. Das ist schon echt komisch, ne? Das war alles nur Fassade. Das sind genauso eine Dreckschweine wie wir. In Ordnung? Wir müssen hier vorsichtig sein. Warum? Warum müssen wir so super vorsichtig sein? Was erwartet uns jetzt, Sally? Die sind noch viel schlimmer als wir. Die reisen von Planet zu Planet und ziehen denen da wahrscheinlich die Ressourcen ab. Genau wie bei Independence Day. Ja, ich höre dich. Alles cool. Wobei du ein bisschen leise bist, ne? Wir gucken gleich mal, was der Audiopegel sagt. Wir sind noch auf Holoband-Niveau. Ist das zu viel jetzt des Guten? Ich hoffe nicht. Oh oh, nur noch 6 Haarklammern. Come on. Das ist eine Notfallsituation, du liebe Haarklammer. Funktioniere einfach mal so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen besser als sonst. Gibt's hier noch irgendwas? Boah. Richtig abartig. Rumpf, Kopf, Arme. Nee, Kopf ist in Ordnung. Zack. Und noch ein direkt hinterher, Mann. Eine schöne Sache. Wir kommen der Sache näher. Was auch immer das bedeuten mag. Oh, Gratis-Energie. Sehr schön. Wieder die Hocke. Hier kann ich nur, naja, Schalter drücken und ein bisschen. Ein bisschen Optik abfeuern. Mach ich nicht, alles cool. Oh! sagte er und wurde gleich aus dem Hinterhalt beschossen. Wow, also wenn die ihre Schutzschilde nicht haben, dann können die nichts einstecken. Und jetzt verstehe ich auch, warum sie ständig welche anhaben. Würde ich genauso machen. Und boom! Ja, das geht schneller als man denkt, mein Freund. Und ruckzuck ist die Rübe weg. Gibt's hier noch was Schönes? Oh, das ist hier so eklig. So wirklich. Man würde doch denken, dass so eine hochzivilisierte Rasse, die durch das Weltall reist, ihren Müll ein bisschen besser managen könnte. Die sind genauso schlimm wie wir. Ich versuche ihnen den Weg zu versperren. Jo, mach das. Ich loote ganz kurz. Hier gibt es nämlich jede Menge Kram, den wir gut gebrauchen können. Oh oh. Psycho hat nachgelassen. Sind wir abhängig? Wir müssen uns darum kümmern. Ah! Oh, da ist kein Fenster drin. Erst den Kleinen hier fertig machen. Der kommt mir gerade recht und er hatte auch kein Schutzschild. Eine Hand, die weniger gegen uns vorgeht. Und du hast auch keinen Schutzschirm, ne? Das sieht nur so aus. Oder doch? Doch, der hat einen Schutzschirm, aber einen anderen hat er gehabt. Das sah so blitzig gerade aus. Eieiei. Boom! Und da liegt er auch schon wieder.
Okay. Oh, der kann aber gut einstecken. Der hat einen ganz besonderen Schild. Ja, und last but not least, der finale Schuss, der ihn das Fischglas wegspringen lässt. Komme ich da rein? Nicht so wirklich, ne? Ist verdammt schade. Hätte mich schon sehr gefreut. Aber dann lassen wir den Kram hier einfach liegen. Ich glaube, das wäre ja auch ein bisschen schwieriger gewesen vom Survival-Aspekt, hätten wir nicht so viele Stimpacks. Aber unendlich haben wir ja auch nicht. Hi. Du kleine Wächterdrohne. Hast du ein bisschen Altmetall für uns? Für Walter? Nee, leider nicht. Okay, aber ich darf nicht hier durch, ne? Das sieht ziemlich ungesund aus. Hab ich gemacht. Glüht das? Ist das eigentlich so ein riesiger Branding-Automat oder so? Cool. Na? Komm schon. Oh, oh Gott, nein. Nicht hier oben auf dem Schiff. Hier gibt's doch keine Haarklammer. Oder habt ihr hier einen Alien gesehen mit Haaren? Ich auch nicht. Oh. Ich werde wahnsinnig. Ich gucke jetzt auf die Kratzer. Der dicke da oben, genau. Der dicke schwarze auf der anderen Seite des dicken schwarzen Kratzers. Genau, das war die Lösung. Können wir alles mitnehmen. Brauchen wir auch alles. Stimpacks, nice. Oh, oh, wow, das kam ja aus dem Nichts gerade. Du mieser Hund, du. Das ist ja übel. Kam der da runtergesprungen vielleicht? Jetzt haben wir das Ding wieder angemacht. Wow, und den Alien zerfetzt. Genau, schön die Türen aufmachen, Kleine. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast schon wieder zurück in Kansas. Tatsächlich, der kam von oben das letzte Mal. Doch diesmal sind wir vorbereitet. Er aber nicht. Ist schon schlecht gelaufen, ne? Also nachdem man ihn dann, ne? Sowas vom Kopf, also flächenmäßig viel vom Kopf weggeschossen hat, dann sehen die so ein bisschen aus wie Krokodilköpfe oder die Eidechsenmenschen, genau. Stimmt, die sind das. Die Illuminati, die unter der Erde wohnen. Richtig. Anglach ist auch ein Teil von denen. Habe ich gehört. Kann ich nicht bestätigen. Ich nehme alles zurück. Ihr Eidechsen-Overlords. Hi, hi, hi. Ich hab ja gesagt, ein Hinterhalt. Hinterhalt. Aber die haben keine Schutzschild. Das wäre auch ein bisschen gemein, oder? Wir sind sonst immer zu zweit unterwegs und das ist schon echt schwer genug. Da ist der andere. Hi, hi, hi. Nein, Kopf, Mann. Immer schön auf den Kopf. Klasse. Ich sollte mal wieder eine Brille anziehen. Nur so, weil es cool aussieht. Bringt uns ja aktuell leider nichts, ne? Brille. Getönte Lesebrille. Nur so für den Style, Mann. So viel Zeit muss schon sein. Cool. Nehme ich auch alles mit. Energie. Da kommt schon der nächste, aber der hat, oh, der hat einen Schutzschirm. Aber den kann ich gerade nicht treffen. Der steht ungünstig. Ha, jetzt aber, ne? Und hinlegen, Mann. Und nochmal bitte. Der Helm hat schon gar keine Energie mehr, aber trotzdem will er nicht springen. Also zerspringen. Das darf nicht passieren. Ach cool, das ist so ein Flächenschild ist das. Ich bin vorbereitet. Wow, der Typ schluckt ja ohne Ende. Der hat so ein Triple-A-Schutzschild. Von einer ganz anderen Generation. Boom! Schön hinlegen. Ich habe jetzt bestimmt schon 6 Mal auf den geballert. Immer auf den Kopf. Aber der ist einfach nicht tot zu kriegen. So ein kleiner Minion-Gegner. Dann was anderes. Dann mit vielen Projektieren halt eben zum Ziel. Na los. Es reicht, Mann. Ey, das ist übel. Verstehe ich nicht, ne? Der kam einfach so. Aus dem Nichts und
hatte das beste Schild auf dem ganzen Schiff. Vielleicht ist das der Commander. Möglich. Kann ich nicht ausschließen. Valia. Habe ich jetzt auch mitbekommen. Sonst noch irgendwer, der mit Loot gesegnet wurde? Dieser Behälter. Oh mein Gott, wir sind fast schon wieder voll. Kriege ich hier noch eine Notiz? Das wäre ganz nett. Nee, das ist das Anschalten von den Pressen. Okay. Okay. Nehme ich. Schön aufpassen. Nicht da durchlaufen. Das wäre ziemlich ungünstig. Und das ist hier so ein Lokana-Schild. Das Ding hätte ich gerne. Für mich. Nur für mich. Ich bin dabei. Ich gebe mir Mühe. Keine Hetze. Sonst werde ich unkonzentriert. Das wird ziemlich ungünstig für die Mission. Und somit für unser aller Überleben. Na? Volldampf bitte. Sally, pass auf, Mensch. Sally! Ja, ich bin schon unterwegs, Kleiner. Verschwinden wir von hier. Vielen Dank für die tolle Hilfe, Sally. Hey, ganz umsonst war es auch wieder nicht. Sieh mal den Schrank, den ich hier gefunden habe. Nein, das war wirklich gut. Ich meinte das eigentlich, also ich persönlich meinte das wirklich nicht ironisch. Ah, das war es lustig. Was jetzt? Gehen wir zurück zum Triebwerk. Und kein Wort zu niemandem. Warum denn nicht? Aber warum denn nicht? Ich meine, wir können auch ein bisschen was hier erzählen, was wir erlebt haben, damit die anderen eingeweiht sind. Das stärkt die Basis, unsere Vertrauensbasis. Meintest du den Schrank hier? Naja gut, umsonst war es wirklich nicht. Alles bis auf das Blutpaket bitte. Jo, nehmen wir mit. Oh, ein Schwertchen. Ist das legendär? Benahm vielleicht? Schwert des Samurais. Das ist genau, das ist... von unserem Kumpel, dem Samurai, richtig Batman. Das ist sein Schwert bestimmt. Und das gebe ich ihm und dann kämpft er auf unserer Seite. Dann steht er ewig in unserer Schuld. Also zumindest solange wir hier auf dem Schiff sind. Und wir können wieder zurück. Yay! Zurück zum Triebwerksraum. Auf zu den Robotern. Nein, wir werden angegriffen. Stopp, vorsichtig! Wow, was ist denn hier kaputt, bitte? Da ist man einmal 5 Minuten weg und dann sowas. Schande. Das konnte man nicht sehen. Dass der Schuss daneben geht. Hey! Schön durchhalten. Wir sind wieder da. Alles cool bei euch? Mach schnell den letzten Generator unschädlich. Ich fühle mich in der Nähe dieses riesigen Triebwerks nicht mehr wohl. Ist in Ordnung. Hatten wir alle schon, ne? Okay. Dankeschön. Wer kommt mit? Ich würde gern den Samurai mitnehmen. Und dieses Epoxidharz mitnehmen. Und die Minen natürlich. Eine Zündflamme hier oben. Eine Zündflamme der Aliens. Meinetwegen. Sensormodul ist auch sehr wichtig. Moira. Die wird sich freuen. Und hier waren wir schon, ne? Ja. Ist doch mal alles cool bei dir? Nur noch ein einziger Generator. Dann können wir zur Spitze des Raumschiffs gehen und die Aliens genau dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Und wir können flüchten, das ist die Hauptsache. Oh, cool, sie kommt mit in den Robotermontagebereich. Klar doch. Cool. Einen Protektron baue ich dir mit geschlossenen Augen auseinander und wieder zusammen. Nice. Ich komm mit, geh voraus. Okay, aber ich würde vorher gern noch mit dem Asiaten reden, wenn der hier noch rumlungert. Oder ist der abgehauen? Ein Generator muss noch hochgejagt werden. Ich finde, du solltest dich lieber darum kümmern. Ich kann diesen Typen nicht mehr herumzuhängen. Ey, das ist so ein unangenehmer Typ. Man würde nie denken, dass das ein Familienvater ist. Aber naja, gut. Gefühlt hat er ja auch seine Familie verloren. Er weiß zumindest nicht, was mit ihr los ist. Oh, was für eine Waffe möchten sie bauen? Ach, guck mal, das ist quasi die Werkbank. Naja, aktuell gar keine, aber gut zu wissen, dass das hier geht. Echt gut zu wissen. Was gibt's hier unten? Warum liegt denn der bitte hier rum? Denk dir mal bitte an Sally, die hat echt genug durchgemacht. Wahrscheinlich hat Sally den selber umgebracht. Höchstwahrscheinlich. Wie sieht's da unten eigentlich aus? Ist es immer noch so wie früher? Du meinst, ob es noch genauso ist wie damals, als du da unten warst?
Alles war kaputt und überall war Schmutz. Ganz viele Leute waren so, wir hauen ab. Soma ist gut jetzt. Wir haben zu tun. Und dann können wir abhauen. Dann gehen wir zur Brücke und dann jagen wir das ganze Ding in die Luft. Oder mal gucken, was wir damit machen. Keine Ahnung. Soma! Soma! Die wird schon kommen. Die wird schon kommen. Na, ist sie hier? Ja, da ist sie. Hübsch, hübsch, diese blank polierten Maschinen. Wir suchen einen Generator, oder? Ja. Wie wär's, wenn wir mit diesem Teleporter-Dings beginnen? Ja, warum nicht, ne? Ich würde mir gern zwischendurch auch mal die Holobänder anhören. Ich hoffe, die sind nicht zu laut. Ich lasse mal die Stimme auf dem Lautstärkeniveau, auf dem wir gerade sind, aber... Das ist meine letzte Nacht. Ist viel zu laut. Wenn das nicht funktioniert, hoffe ich... Nee, das ist wirklich viel zu laut. Also... Von unserem aktuellen Pegel ungefähr die Hälfte ist optimal. Dann können wir auch weiterspielen, rumballern und trotzdem nebenbei die Holobänder hören. Nicht, dass jemand diese Aufnahme findet und auf die Erde zurückbringt. Und weiter, bitte. Ich habe herausgefunden, wie einige dieser Alien-Apparate, zum Beispiel dieses Aufnahmegerät, funktionieren. Und was sie mit unserer Welt vorhaben. Sie wollen so viele von uns haben, wie sie können und uns in Monster verwandeln. Na, was denn für Monster? Viele sind bei ihren Experimenten schon gestorben. Sie halten uns in Zellen und bringen uns einen nach dem anderen in ihre Versuchslabors. Ich konnte flüchten, aber sie sind mir auf den Fersen. Ihr müsst uns Hilfe schicken. Sie werden nicht aufhören, bevor sie nicht Hunderte, vielleicht Tausende von uns gekidnappt haben. Die gute Nachricht ist, dass sie vollkommen von ihrer Technologie abhängen. Und jo, geht gleich weiter. Sehr cooles Holobahn. Gefällt mir. Eine kleine, gut ausgerüstete Truppe könnte dieses Schiff einnehmen und alle Gefangenen an Bord befreien. Und genau das haben wir vor. Boah, was ist denn hier kaputt? Wie viele denn? Ich wünsche uns allen viel Glück. Wir können es brauchen. Angriff der Killer-Drohnen aus der Hölle. Der Roboter-Hölle, ne? Ich hab sowas von auf den Roboter gezielt. Sowas von. Und er geht da down, aber irgendwie ist der Schuss im VRTS ein bisschen mächtiger. Oder es lag daran, dass wir geschlichen waren, geschlichen sind. Geschlichen haben. Na, was gibt's hier Schönes bei euch? Ich hoffe doch mal Altmetall. Sehr schön. Das ist alles für Walter. Jo, jo, jo. Epoxidharz. Noch mehr. Wir dürfen nicht vergessen, das Biogel umzuwandeln. Schau ich mal, ob hier ein Schalter ist, mit dem ich verhindern kann, dass noch mehr Blechdosen aufkreuzen. Vielleicht kann ich noch andere Sachen ausschalten. Eventuell finde ich sogar einen Weg nach unten. Das wäre eine feine Sache. Cool. Sehr schön. Glaubst du, dass uns irgendwas hier drin nützlich sein kann? Nun, wenn sie hier drinnen die Roboter bauen, können wir vielleicht etwas finden, um sie zu schwächen oder unter unsere Kontrolle zu bringen. Halt Ausschau nach Geräteteilen oder Diagrammen. Geräteteile und Diagramm, hab verstanden. Lass dich von mir nicht davon abhalten. Nope. Es geht direkt weiter. Mit dem nächsten Holobahn, die 25 bitte. Oh Mann, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ja. Im Fernsehen also. Ihr werdet mich fressen, oder? Auf eurem Planeten bin ich sowas wie eine Spezialität, oder? Oder? Dann hoffe ich, dass ihr erstickt. Ich hoffe, ihr stopft euch eure belämmerten grünen Mäuler so lange voll, bis ihr verreckt. Oder ist es wie in dieser anderen Sendung und ich lande in einem Zoo für Aliens oder sowas? Das wäre noch okay. Ja, das wäre noch okay. Das nächste Holoband, bitte. Unsere Verteidigungslinie besteht aus 3 leichten Infanteriebataillons. 34 Stück Feldartillerie, 108 Panzerfahrzeugen und 42 Luftfahrzeugen. Und weiter, bitte. Wir haben 38 ständig einsatzbereite Interkontinentalraketen, die auf Befehl des Weißen Hauses sofort abgeschossen werden können. Jo, okay. So ein bisschen wie bei Fallout 76. Die Codes zum Aktivieren der Abschusssequenz lauten... Nein, ich kann euch nicht... Verschwindet aus meinem Kopf! Wow.
Das war schon so ein bisschen creepy. Ja, das war. Ja, das ist wirklich wie in Fallout 76. Gerade die Holobänder haben mittendrin manchmal sehr merkwürdige Pausen. Mein Kopf, ich kann nicht! Ja, so geht's mir auch manchmal. Gerade am Montagmorgen, wenn ich dann frisch aufstehen muss.